Bartholomäus Kuchalski ist Gründer des Vereins Themencheck, Themencheck.at. Er hat aber auch einen Tagesjob, da beschäftigt er sich mit Nuklearrisiken und der weltweiten Entwicklung von Uranressourcen am Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften an der BOKU. Also Gründen ist sozusagen derweil noch Nebenjob, kann man das so sagen. Und was er gemacht hat, ist, er hat im letzten Wahlkampf die Aussagen von Politikern und Politikerinnen überprüft, sowie die Social-Media-Kanäle der Parteien und Abgeordneten analysiert, und zwar jetzt nicht auf eine statistische Form, wie wir es jetzt gerade gehört haben, sondern sehr wohl auch also mit Inhalten, also bis zum Graben und Sichern von hunderten Subseiten der verschiedenen Parteien, also Ortsseiten und so. Und wir haben uns kennengelernt bei RespektNet, und was ich sehr spannend gefunden habe und deswegen ich ihn heute eingeladen habe, ist, dass ich habe mir online live Fact-Checking immer so vorgestellt, da muss man vor dem Computer sitzen und mit ganz viel Stress jede Sekunde irgendeine neue Politiker-Aussage recherchieren. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und bin ich drauf gekommen, ich habe da ein bisschen einen naiven Zugang dazu. Das ist ein bisschen anders und ein bisschen komplexer, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen einfacher ist es der falsche Ausdruck, und davon wird er hoffentlich auch erzählen. Er stellt das Projekt vor, das Projekt ist jetzt noch in den Kinderschuhen, aber das ist sicher ein Thema, also das Live-Fact-Checken von Politikeraussagen in Fernsehdiskussionen ist sicher ein großes Zukunftsthema. Ja, gut, danke. Das Projekt, das steckt tatsächlich in den Kinderschuhen, und deswegen werde ich heute eher so vom Konzept erzählen und zuerst auch abstrakt eingehen in die Frage, wieso. Wieso habe ich das Ganze gemacht? Weil einerseits gibt es schon einiges an Fact-Checking-Plattformen, auf der anderen Seite gibt es auch einiges an Plattformen, die sich mit Social-Media-Analysen beschäftigen. Mein Ansatz ist, das Ganze irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu verbinden, und ich habe den Wahlkampf mehr oder minder als Testphase da genommen, gewisse Ansätze zu testen und Systematiken zu testen. Und die Ergebnisauswertung ist mehr oder minder noch im Entstehen. Es gibt ein paar Ergebnisse, die ein bisschen anknüpfen an das, was du vorher auch gezeigt hast. Aber im Prinzip ist es jetzt mal eine Erklärung von dem, was unser Vorhaben sein wird für die zukünftigen Wahlen, ja, letztendlich. Begonnen habe ich das Ganze gegen Ende der Bundespräsidentschaftswahlen, weil ich mir da gedacht habe, als ich einige Aussagen auch gehört habe, medial, die selten aufgegriffen werden. Also wenn eine Aussage getätigt wird von einem Politiker in einer Nachrichtensendung, wird das hin und wieder von Medien danach in einem Zeitungsartikel vielleicht aufgegriffen, die eine oder andere und hergenommen und analysiert, aber sehr oft wird sie letztendlich einfach stehen gelassen, unabhängig davon, ob sie stimmt oder nicht. Das Risikohafte an diesem Phänomen in der Demokratie ist, dass wenn sich jemand mit diesen Thematiken nicht auseinandersetzt, das natürlich sehr polarisierend und beeinflussend ist. Deswegen die Gründung des Vereins Ende 2016. Wir sind erst mit 1. Juli online gegangen mit dieser Plattform, und ursprünglich war die Plattform so aufgebaut, dass sich jeder registrieren konnte. Also der erste Versuch war, eine Plattform zu schaffen nach einem Wikipedia-System, wo sich jeder Bürger registrieren kann, der nach einer ZIP-2-Sendung sagt, die eine Aussage, die da gefallen ist, da kenne ich mich zufälligerweise extrem gut aus und weiß, wieso das richtig ist oder wieso das falsch ist. Ich registriere mich da, teile mein Wissen. Das wird noch einmal in einem Vier-Augen-Prinzip von einem Redaktionsteam von uns noch einmal überprüft und dann online gestellt und in einer interaktiven Statistik präsentiert. Es hat sich relativ schnell gezeigt, dass die Leute gerne konsumieren und Mitarbeit da sehr, sehr verhalten ist, weshalb wir haben Gott sei Dank auch einen Wettbewerb gewonnen, das ist der Social Impact Award Österreich heuer im Sommer, der mit einem Preisgeld dotiert war, das uns ein bisschen geholfen hat, hier
auch ein Team auf die Beine zu stellen. Meine Arbeit ist letztendlich vollkommen pro bono seit einem Jahr und dieser ganzen Geschichte. Und wir haben auch ein paar Spenden gesammelt, sodass sich zwei Politikwissenschaftsstudierende anstellen können, die eben dann ab 1. September diese Aufgabe, die davor die Schwarmintelligenz erfüllen sollte, halt erfüllt haben. Und, aber der Grund, wieso ich das Ganze gemacht habe, ist letztendlich, dass wir in einer dynamischen Welt leben und politische und große Herausforderungen, sei es regional, sei es national oder auch global, einerseits sehr oft durch politisches Handeln überhaupt entstanden sind und auch am besten auch durch politische Handlungen auch entgegen dem gesetzt, Maßnahmen gesetzt werden können. Und gleichzeitig haben wir aber das Problem, dass wir in einer, durchaus in einer Medienkrise, würde ich es jetzt nennen, feststecken. Das Internet hat für viele Branchen eine Krise dargestellt, sei es für die Unterhaltungsbranche, die sich jetzt ein bisschen abgefangen hat mit gewissen Plattformen, bei den Medien, die tun sich dann auch ein bisschen schwer, da wirklich auch Umsätze zu generieren. Die Problematik daran, dass das so lange anhaltend ist, ist, dass sich junge Leute mittlerweile schon daran gewöhnt haben, dass man Nachrichten gratis konsumieren kann. Es ist sehr schwer für, und da habe ich mit vielen Journalisten auch darüber gesprochen, die Kunden wieder für qualitativen Journalismus zahlen zu lassen. Und damit tun sich natürlich die Medienhäuser schwer. Und da sieht man das auch vor allem im letzten Jahr und diesem Jahr sehr oft immer wieder Schlagzeilen zu lesen sind, dass der Personalabbau vor der Tür steht. Das hat aber das zur Folge, dass investigativer Journalismus letztendlich zurückgehen wird. Das heißt, die Prüfung von Aussagen, die getätigt worden ist, wird tendenziell zurückgehen, medial und nicht in die Höhe gehen. Das Zweite ist, dass politische Programme, das ist jetzt sehr simpel dargestellt, aber letztendlich basieren auf Annahmen einerseits, Annahmen, was Zukunftsprognosen oder Sachen, die jemand glaubt, wie sich etwas entwickeln kann oder wie sich etwas entwickelt hätte, wenn man anders gehandelt hätte in der Vergangenheit. Das sind alles Sachen, die man nicht nachprüfen kann. Das ist etwas, die sich jemand in den Kopf setzt und mitteilt und jemand kann das glauben oder nicht. Ja. Die andere große Schiene sind aber Sachverhalte. Wenn man es irgendwie sagt, mit einer Zahl kennzeichnet, das und das ist so, das und das war die Entwicklung in den letzten Jahren, dann ist es etwas, was man einerseits manipulativ sagen kann und eine falsche Zahl darstellen kann, weil man weiß, die wird eh nicht überprüft. Ja. Oder halt eine richtige Zahl platziert, nur der Konsument, in dem Fall die Bürger, wissen halt nicht, welche Sachen stimmen davon und welche nicht. Ja. Und die Kanäle, über die sowas transportiert wird, sind einerseits die Medien, also TV-Konfrontationen, sehr stark natürlich auch Zeitungsinterviews, aber auch eben jetzt die Social-Media-Kanäle sehr stark. Aber was man auch nicht vergessen darf, ist das Parlament letztendlich selbst. Da sind wir bei einigen Aussagen draufgekommen, dass Aussagen, die jetzt im Wahlkampf in TV-Konfrontationen getätigt worden sind, nicht nur in den Social-Media-Kanälen auch vorkommen, aber auch in stenografischen Protokollen im Parlament schon vor Jahren zum Beispiel. Das heißt, das sind Sachverhalte und Tatsachen, auf das sich Programme oder Maßnahmen stützen, die schon lange festgesetzt sind und die immer wieder transportiert wird. Ja. Wenn man sich aber jetzt Sachverhalte anschaut und sagt, wir wollen prüfen, ist etwas richtig oder falsch, kamen wir recht schnell auch zu der Erkenntnis, das kann man nicht binär einfach 1 und 0 in eine Kiste schieben, sondern es gibt auch Abstufungen. Eine ganz wichtige Abstufung ist auch, für uns
ist, wenn eine Aussage zwar richtig ist, aber aus dem Kontext gerissen ist. Ja? Und somit schon das einen manipulativen Charakter hat. Oder wenn eine Aussage zum Teil richtig ist. Ja? Und wenn sie stark aus dem Kontext gerissen worden ist und nur zum Teil richtig ist, dann kategorisieren wir das zum Beispiel eher falsch zum Beispiel. Wenn wir das als falsch kennzeichnen würden, was im Prinzip eine Zahl richtig ist, dann kommen wir in ein rechtliches Problem. Ja, deswegen braucht man hier eine Unterscheidung. Und dann haben wir eine letzte Kategorie, noch nicht belegbar, wenn man nach einer gewissen Zeit der Recherche an gewisse Zahlen letztendlich gar nicht rankommt. Ja, weil wir Zahlen uns holen, die transparent und öffentlich verfügbar sind. Wenn die nicht verfügbar sind, stufen wir die ein als nicht belegbar. Was haben wir gemacht während des Wahlkampfs? Wir haben 44 Sendungen auf ORF und Puls 4 transkribiert und Aussagen rausgefiltert, die einem gewissen Kriterienkatalog entsprechen. Ein Kriterium für eine Aussage ist, dass es zukunftsbezogen ist, dass es klar einordnbar ist, also mit einer Zahl zu tun hat oder eine qualitative Aussage ist, die man nachprüfen kann. Ja? Davon, da sind 760 solche Aussagen gefallen, die in diese Kategorie passen. 428 davon haben wir jetzt überprüft. Ja? Eine Summenstatistik dieser Aussage war ursprünglich geplant von uns, dass wir das reinsetzen auf der Homepage auch, haben wir dann rausgenommen. Wir sind ein junger Verein und uns wurde rechtlich von einigen Anwälten auch gesagt, passt mal am Anfang ein bisschen damit auf, weil das ein sehr heikles Thema ist. Es ist auch rechtlich nicht ganz klar zu sagen, ab wann ist etwas eine schlechte Nachrede oder eine Verletzung des Image von jemandem. Und wenn wir jetzt sagen, wenn wir eine Summenstatistik generiert hätten von Aussagen, die in TV-Konfrontation getätigt worden sind, dann können das durchaus den realen Charakter verzehren. Und deswegen haben wir uns entschieden, das rauszunehmen. Aber wir haben währenddessen auch angefangen, Facebook zu analysieren und haben angefangen, die Liste aller Gemeinden mit denen von den Parteien zu kombinieren und zu schauen, was gibt es denn für Facebook-Seiten, nicht nur bundesweit, auf die man sich konzentriert und der Spitzenkandidaten, sondern auch hin bis in die Gemeinde von Gmunden zum Beispiel oder so. Weil wenn man eine Gemeinde hat von 1.000, 2.000 Einwohnern und 500 davon liken eine Seite und kriegen da Berichte und Posts von diesen, dann ist es aufs Gesamte gesehen durchaus auch sehr einflussreich. Wir sind auf 3.000 Facebook-Seiten gestoßen, die wir scannen und archivieren. Wir haben während des Wahlkampfs 60.000 Posts archiviert. Und was jetzt der nächste Schritt sein wird, ist, die textlich zu analysieren. Einerseits zu schauen, aufgrund Häufigkeit von Wörtern, zu schauen, was sind so Thematiken, die thematisiert worden sind auf den einzelnen Facebook-Seiten. Deckt sich das in der Gemeinde regional mit dem, was bundesweit thematisiert worden ist, oder gibt es da Unterschiede? Ja? Und wieso? Und das ist vielleicht eine Grafik, die ein bisschen ansetzt auf das, was du vorher gesagt hast. Wieso Social Media immer wieder eine größere Relevanz zeigt, zeigt vielleicht auch das. Es tut mir leid, vielleicht ein bisschen für die vielen Zahlen und der Unübersichtlichkeit. Wir sehen hier, ich habe hier verglichen die Zahlen vom 1. August und mit den Zahlen vom 15. Oktober. Also wie sich die Likes entwickelt haben für die von den Parteien und von den Spitzenkandidaten während des ganzen Wahlkampfs. Ja? Und wie viele Posts in dieser Zeit von den Spitzenkandidaten gesetzt worden sind. Ja? Man sieht da zum Beispiel, die Partei FPÖ hatte am 1. August 90.820 Likes, am 15. Oktober 95.330, ein Anstieg von 5%. Beim Strache durchaus wesentlich höher, also das setzt man auf den Spitzenkandidaten, weil die Person, also
Man klammert sich gerne eher an eine Persönlichkeit als an eine Partei. Da sind wir mittlerweile bei 755.000. Und die Anzahl der Posts ist auch interessant, ja, dass die FPÖ da fast doppelt so viel Postings gesetzt hat wie eigentlich andere Parteien. Ja. Die Reaktionen darauf, da habe ich noch nicht die Anzahl der Kommentare drin, das ist jetzt einmal nur die Likes und die Emojis, die man dazu setzen kann, aber da habe ich den Durchschnitt, die Durchschnittswerte über die ganzen Posts verteilt und die Top-Werte, die so gesetzt worden sind. Ja. Auffallend ist zum Beispiel, dass die Grünen zum Beispiel ziemlich weit unten mit den Werten sind, hingegen andere Parteien, die bei der letzten Nationalratswahl schwächer abgeschnitten haben, wie die Neos, weit stärker auf Social Media setzen und das schon auch irgendwo auch eine wahlentscheidende Komponente mit sich trägt. Ja. Aber letztendlich, was wir machen wollen, ist, wir haben gesehen, beim Transkribieren dieser 45 Sendungen ist uns aufgefallen, nicht unerwarteterweise, dass gewisse oder viele Aussagen sich ziehen über den ganzen Wahlkampf. Ja. Insofern, dass man am Schluss schon durchaus mit einem Anfangssatz durchaus schon mitsprechen konnte oder wusste, was für Zahlen jetzt auf einen zukommen. Es geht aber so weit, dass einige von diesen Aussagen schon davor, Monate, Wochen davor, auf Social Media auftauchen. Einige Aussagen davon tauchen sogar schon Monate oder Jahre davor in stenografischen Protokollen im Parlament auf. Was wir jetzt möchten, jetzt ist der Konsument oder der Rezipient dieser TV-Aussagen konfrontiert mit Aussagen, die immer wieder kommen. Wir hätten das gerne durchmischt und würden gern den Medienunternehmen eine Plattform bieten, dass gleich zu Beginn klar ist, dass ob eine Aussage richtig oder falsch ist, indem wir Aussagen der Facebook-Seiten im Vorfeld schon analysieren und schauen, Aussagen identifizieren und diese nachprüfen. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, das war ein bisschen auch verständlich, unser Konzept, und freue mich schon auf Fragen. Danke.